Der Markus hier von Camp Your Life. Heute dreht es sich um Wohnwagen, Einachser und Doppelachser. Ich bin schon sehr oft darauf angesprochen worden, wie ich denn meinen Wohnwagen abstelle oder wie ihr den Wohnwagen abstellen sollt am besten, wenn er eine längere Standzeit hat. Und da habe ich euch immer geschrieben oder sehr, sehr vielen geschrieben, ihr sollt die Handbremse lösen. Weil wenn ihr die Handbremse lange angezogen habt und ihr steht 2-3 Monate, dann habt ihr ein Problem, dass ich die Bremse eventuell hier am Sattel festbackt und das ist nicht so gut. Und wenn ihr das dann losreißt, da können dann auch Schäden passieren. Aus diesem Grund habe ich mir was überlegt und dann habe ich gedacht, komm her, was ist denn am einfachsten? Weil es ist so, wenn ihr die Stützen runterdreht, dann habt ihr ja beim Wohnwagen schon eine gewisse Stabilität. Aber der ein oder andere sagt, da habe ich noch ein bisschen Angst, dass dann doch noch irgendwas passiert. Oder ihr wollt gar nicht die Stützen runterdrehen. Und was ihr dann da machen könnt, um ihn trotzdem zu sichern, das zeige ich euch jetzt. Es gibt ja hier diese sogenannten Keile. Die könnt ihr dann vorne und hinters Rad legen. Aber da gibt es auch viele, die dann Erfahrungen machen, die kommen dann zu ihrem Wohnwagen oder zu ihrem Hänger und stellen fest, die Keile sind weg oder sind weggetreten worden. Ja, hat der ein oder andere auch Spaß dran. Und dann habe ich mir was überlegt. Und zwar habe ich hier für einen Einachser einfach hier so einen kleinen Holzrahmen gebaut und habe dann einfach hier Scharniere dran gemacht. Hier vorne, das muss man nicht unbedingt machen, habe ich noch eine Öse dran gemacht, dass man hier auch ein Schloss dran machen will. Mir ist auch bewusst, klar, wenn einer einen Akkuschrauber dabei hat, kann er das ganze Ding zerlegen, alles gut. Aber auf die Schnelle kriegt man das nicht gelöst. Was ist die Idee davon? Aufklappen. Stellt euch jetzt vor, ihr habt einen Einachser, ihr könnt es auch wie hier beim Doppelachser machen. Dann stellt ihr das Teil hier so dazwischen. So, und dann geht ihr hin, macht die Seite hier zu, steckt sie hier rein und dann, was habt ihr jetzt gewonnen? Das Rad kann nicht nach vorne und nicht nach hinten, weil das hier ganz spack dran ist. Wenn der eine oder andere sagt, das ist mir zu gering, dann könnt ihr natürlich auch hier die Höhe noch ein bisschen wählen. Das ist jetzt hier ein 50er Kanthorst, 50x50 oder 54x54. Ihr könnt natürlich auch höher gehen. Sagt keiner was, auch, es kann auch 10 auf 10 sein. Ja? Ist natürlich dann ein Riesenklopper. Aber so seid ihr gegen das Wegrollen geschützt und es kann auch nicht, euch nicht einfach einer was wegziehen. Und dann kann man sich, wer will, dann hier die Öse, einfach so ein kleines Vorhängeschloss, sage ich jetzt einfach mal, hier davor machen. So, und dann habt ihr das auch gesichert. Ja? Und das ist das, was ich eben gesagt habe. Klar kann hier einer die Schrauben rausdrehen, aber da muss man Aufwand betreiben und das wollen viele nicht. Und das ist hier für mich so eine kleine Sicherung für einen Einachser. Und wenn ihr einen Doppelachser habt, da habe ich mir auch was überlegt und das zeige ich euch jetzt. Beim Doppelachser haben wir natürlich das Problem, wir wollen ja keine zwei Rahmen haben und da habe ich mir überlegt, es müsste irgendwas sein, was diese zwei Teile hier irgendwie blockiert. Und dann habe ich mir sowas hier gebaut. Das ist ganz einfach selbst herzustellen. Ich habe mir hier eine 12er Gewindestange genommen, habe das einfach mit einem Holzbohrer durchgebohrt, habe mir die Gewindestange quasi abgelenkt, dass das ja nicht zu lange ist. Hab mir Karosseriescheiben genommen und habe selbstsichernde Muttern genommen, weil dieses obere Teil, das brauchen wir nicht zu verstellen, das ist steif und das untere, das ist mit normalen Muttern, das soll sich quasi oben hier gegen den Reifen drücken und somit quasi die Sicherung darstellen. Und ihr könnt, ja vom Holz her, könnt ihr variieren, ob ihr Buche nehmt oder Eiche nehmt. Die sind natürlich wetterbeständig, aber es funktioniert auch hier Kiefer oder Fichte oder sowas. Ja? Dann einfach ein bisschen schräg schneiden. Warum schräg? Dass sich das schön hier an den Reifen anschmiegt. Und von der Breite her ist es auch gut, wenn ihr recht breit seid, weil dann habt ihr eine gute Auflagefläche. Dann nehmen wir das Teil, setzen das einfach hier oben rein. So ungefähr die Mitte von der Lauffläche. Dann drücken wir das Ganze nach oben, spannen das Ganze hier mit unserer Mutter nach und dann könnt ihr mit einer Knarre, Ratsche oder mit einem Ringschlüssel könnt ihr das Ganze arretieren, schön stramm machen und somit verhindert ihr, dass der Hänger wegrollen kann, dass er geklaut werden kann und das alles,
mit dem bisschen Materialeinsatz und es ist relativ einfach nachzubauen und vor allen Dingen, wie ihr das von mir kennt, kostengünstig. Ja, das war meine Lösung zur Sicherung von eurem Wohnwagen oder Hänger, je nach oder Anhänger, muss ich ja immer aufpassen. Viele sagen dann, den Hänger hast du in der Hose. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hat euch wie immer weitergebracht. Leitet das Video weiter, wenn ihr sagt, Mann, das ist eine gute Lösung. Der ein oder andere könnte das Video vielleicht weiterhelfen, dann gerne teilen. Abonniert den Kanal, schreibt mal in die Kommentare, findet ihr die Lösung gut oder habt ihr eine andere Lösung? Wie macht ihr das Ganze? Und über einen Daumen nach oben freuen wir uns natürlich wie immer. Und bis dahin, camp your life. Tschüss. I thought I'd just seen a ghost.